Kann ich das jetzt alles nochmal wiederholen, theoretisch? Ich könnte jetzt die Ebenen wohl nochmal betreten, nochmal von vorne anfangen, aber ich würde die Belohnung dann nicht mehr bekommen. Also seht ihr auch gleich mal, was passiert, wenn ihr durch seid. Ich stehe dann hier auf einer leeren Ebene, ist keiner mehr. Und kann dann hier wieder von vorne sozusagen wahrscheinlich losgehen. Ja, es ist wieder Ebene 1. Könnte dann wieder hier von vorne und habe aber meine Ausrüstung auch nicht mehr. Das heißt, ihr müsst dann wirklich komplett von vorne anfangen. So, ich mache das. Am Anfang habe ich es so gemacht, dass ich einfach mit der Mauer versucht habe, die Gegner so ein bisschen von mir abzuhalten, wegzuschießen und dann immer mal mit einer Leichenexplosion oder wenn die Gegner recht nah dran waren, dann eben mir die Gegner zu holen. Und was habe ich gemacht? Habe ich immer die Ausrüstung genommen oder habe ich immer die Münzen genommen? Das kommt drauf an. Die Ausrüstung ist im Shop meistens teurer als das, was man an Münzen für einen besiegten, ich sag mal, nicht Ebene, sondern ja, für einen dieser Altare bekommt. Das heißt, hier, wenn ich darauf spekuliere, dass ich sowieso diesen Helm will, dann nehme ich mir lieber den Helm, als den dann zu gegen Chaos-Münzen zu kaufen, weil der wird mehr als 30 Chaos-Münzen zu kaufen, kosten. Aber ich brauche natürlich trotzdem die Chaos-Münzen, um besseres Zeug zu finden. Das heißt, ich spare mir natürlich trotzdem dann, wenn möglich, immer mal ein paar Chaos-Münzen an und schalte dann frei, dass ich bessere Sachen finde. Oh, hier sind gleich ein paar blaue zur Begrüßung. Das ist natürlich eher weniger schön. Ihr seht es, man kann auch nicht einfach Schaden machen, wenn man direkt reinkommt. Man muss auch ein bisschen Glück haben, muss man dazu sagen. So, die kommen hier rum. Jetzt stehe ich natürlich in der Mauer. Ich wollte eigentlich hinter der Mauer stehen bleiben. So, kommt die Sense zum Einsatz. So, werden sie mal kurz von der Mauer aufgehalten. Also hier seht ihr, kann es manchmal schon Probleme geben am Anfang. Ah, sie müssen ja drin stehen. Ich bin es noch gewöhnt, dass die Leichen ja hinterher fliegen bei der Leichenexplosion. Vor allem, das sind auch so ein paar schnelle Gegner. Man darf sich auch nicht verwirren lassen. Also beim ersten Run, das war jetzt auch nicht mein allererster Run, da lief es eigentlich ganz gut, aber ich bin selber dran schuld gewesen und habe gesagt, ich will rausgehen, ohne meinen Fortschritt und alles zu speichern. Und dann war natürlich alles weg. Das war ein bisschen schlecht von mir, aber ich wusste es nicht genau. Und als ich dann raus war, war alles weg und ich muss wieder von vorn anfangen. Dann bin ich bis zu Ebene 5 oder so gekommen und hatte mich zweimal wiederbeleben müssen. Ihr habt es gesehen, gerade eben, da war es besser. Da hatte ich mich nicht wiederbeleben müssen. Naja, und so kann es halt mal sein, man hat einen guten Run und erwischt gute Ebenen oder man hat einen schlechten Run und erwischt schlechte Ebenen. Was ich euch aber auch noch für einen Tipp mitgeben kann, ist, versucht alle Plattformen mitzunehmen. Also ihr seht, wir haben hier eine Plattform und eine, die nach da geht. Manchmal kommt auf einer Plattform dann schon eine Tür, aber es würde noch weitergehen. Also man könnte theoretisch noch weitermachen. Deswegen würde ich dann sagen, versucht auf jeden Fall weiterzumachen, wenn es euch möglich ist. Das Schöne ist ja, dass ihr durch eure Mauern sowieso selbst durchgehen könnt. Ja, diese Fernkämpfer kann man sich nur mit einer Mauer tatsächlich vom Leib halten, ne? Also die versuchen ja auch euch abzuschießen. Und dann diese Fernkämpfer könnt ihr dann nur mit einer Mauer weghalten. So, zack. Das ging ein bisschen besser. Ich gewöhne mich langsam wieder dran. Dauer von Knochenwand um 30% erhöht. Das nehme ich auch mit. Ihr merkt schon, ich habe jetzt relativ wenig Chaosmünzen, aber ich habe auch schon ein paar Sachen, die ich dann später natürlich erweitern will. Und man sollte sie auch anlegen, damit man mehr Schaden macht, nicht so wie ich. Und wenn ihr nämlich dann von der Ebene verschwindet, werden die natürlich in Chaosmünzen umgewandelt und wären dann weg gewesen. Das wäre dann vielleicht nicht so gut gewesen für uns. Also denkt immer dran, alles mitzunehmen. Wenn ihr mal Chaosmünzen oder so liegen lasst, ich glaube, die werden tatsächlich trotzdem als gesammelt angerechnet, wenn ihr den Altar nicht benutzt. Ich hasse diese Schleime, die dann. Lauf weg. Ich wollte die drei machen. Die kann man auch nicht wirklich mit der Knochenwand fernhalten. Das ist das Schlimme. Also diese Schleime sind echt ekelhaft. Die mag ich überhaupt nicht.
Ja, die kannst du wirklich nur versuchen, in die Leichenexplosion zu locken. Und hoffen, dass sie dann sterben. So. Puh, ein bisschen wenig Leben jetzt übrig gehabt dadurch. Ah, seht ihr? Das ist nämlich das Wichtigste eigentlich, gleich am Anfang zu bekommen, diese Schulter. Die hätte ich sonst im Shop suchen müssen. Dann habe ich sie jetzt und nehme sie mit. So, das war, wie gesagt, das Wichtigste. So, jetzt müssen wir gucken, wo wir weiter müssen. Es muss ja irgendwo eine Tür geben, wo man dann weiterkommen kann in die nächste Ebene. Hier sind wieder Chaosmünzen, wieder mitnehmen. Ah, da ist die Tür. Genau, und nach dem Abschluss einer Ebene kommt man in den Shop ja immer rein. Da kann man sich entschließen, was zu kaufen. Ich habe nicht immer was gekauft. Also manchmal war es dann so, ich kam rein, habe gesehen, im Shop gibt es jetzt nicht wirklich was, hatte nicht viel Chaosmünzen. Ihr könnt ja theoretisch nochmal blättern, aber in dem Sinne würde mir das jetzt hier natürlich nichts bringen. Das Einzige, was mir was bringt, ist, mich zu heilen in dem Moment. Weil, ja, mein Leben ist ziemlich low. Ich würde es wahrscheinlich nicht überleben. Habe aber 47 Münzen, das heißt für 36 kann ich mich heilen und kann dann meinen nächsten Anlauf starten in der Hoffnung, dass ich vielleicht was finde. Was ich sonst immer gemacht habe, ist, wenn ich genug Münzen gesammelt habe, habe ich diese Glücksbringer gekauft, die es ermöglichen, dass man dann eben bessere Teile findet. Und ja, habe dann eben versucht, bessere Teile zu finden. Logisch. Und habe dann immer wieder weiter versucht, bis alles voll war. Weil es geht, glaube ich, nur bis... man kann das bis Rang 9 aufwerten. Dieses bessere Sachen finden kann man bis auf Rang 9 aufwerten. Und wenn man das einmal bis Rang 9 aufgewertet hat, geht es nicht weiter. Und dann kann man sich sein Gold auch sparen oder seine Chaosmünzen. So, hier habe ich jetzt zum Beispiel nichts dabei, was ich brauche. Das heißt, hier nehme ich die 36 Chaosmünzen. Und je weiter ihr kommt, desto mehr Chaosmünzen verdient ihr quasi, wenn ihr weiterkommt. Das Beste ist auch, wenn es Ebenen gibt, die jetzt nicht unbedingt hier irgendwelche Bosse beinhalten. Oh, der kam gleich angestürmt. Ah, ich mich treffen lassen. Hat mir meine Knochenwand nicht viel genützt, aber gut. So, jetzt, das ist wie gesagt, dieses Schulterstück ist echt gut, dass man die Leichen einfach hinschmeißen kann, sozusagen. Knochenwand kann jetzt entzündet werden, das ist auch was, was ich definitiv gleich am Anfang erstmal mitnehme. Wenn die in entzündete Wände reinlaufen und Schaden bekommen, umso besser. Überall, wo ich irgendwie Zusatzschaden kriegen kann, ist alles gut. Erstmal für den Anfang. Man muss sich dann langsam hocharbeiten in immer bessere Sachen natürlich. Ah, kann ich hier die Wände entzünden, theoretisch. Kann hier drin stehen bleiben. Und wenn Nahkämpfer kommen, dann würden die sich quasi an der Wand verbrennen. So, steht hier was nah genug an der Wand, um verbrannt zu werden? Nein. Aber so könnt ihr euch quasi die Feinde ganz gut schon trotzdem abhalten, auch wenn ihr niemanden verlangsamt oder so. Hier brauchen wir nichts. Wir könnten natürlich auch eine andere Strategie wählen, aber wie gesagt, diese Strategie gefällt mir persönlich eben einfach am besten. So, jetzt seht ihr hier, es gibt noch einen Durchgang. Ich habe halbes Leben, das heißt, ich kann das schaffen. Mit den Münzen kann ich mich definitiv wiederbeleben. Und das Gute ist, wenn ihr seht, das sieht nicht gut aus hier, ihr habt trotzdem noch das Portal und könntet jetzt wieder zurückgehen, wenn ihr sagt, okay, das schaffe ich nicht, weil hier sind zwei Elite-Mobs. Weil man weiß ja nicht. Bloß das Problem ist, wenn ihr einmal hier drin seid, dann kommt ihr natürlich auch nicht wieder raus. Ich sehe Zielfernrohre, sag ich jetzt mal. Ah, nein. So, ich versuche die natürlich immer so ein bisschen in die Mauern mit reinzulocken. Ah, ich hasse das, wenn das solche sind. Das ist jetzt eine blöde Situation natürlich, wie man sehen kann. Ah, ich versuche es einfach. Und jetzt mit Leichenexplosion, zack, immer mal die Leichen nicht vergessen. Das habe ich jetzt gerade ein bisschen vergessen, als ich hier hin und her gerannt bin. Hier ist wieder das haben wir aber schon. Das hier ist Rückgrat des Ausgabes. Den wollen wir auf jeden Fall mitnehmen. Dann haben wir schon mal alles 1er Ausrüstungen. Zack.
Und dann sind wir eigentlich schon mal für die ersten Level ziemlich safe. Wenn wir unsere Ausrüstung schon so schnell, so gut zusammenbekommen haben, brauchen wir das auch nicht unbedingt im Shop kaufen und können uns im Shop darauf konzentrieren, bessere Sachen freizuschalten. Hier liegt, glaube ich, noch was. Ja, hier lagen noch Chaosmünzen. Wir haben auch nichts, was wir nicht ausgerüstet haben. Wenn es Sachen gibt, die ihr nicht ausgerüstet habt, also die ihr hier in eurer Tasche habt, dann werden die automatisch in Chaosmünzen umgewandelt. So, ich habe jetzt 204 Chaosmünzen. Ich muss mich einmal definitiv heilen. Das macht man am besten immer vorher, weil man sonst, wenn man das Ganze ausgibt, ja, dann hat man natürlich keine Chaosmünzen mehr, um sich zu heilen, was natürlich schlecht wäre. Deswegen Splitter des Glücks kaufen einmal und gleich die nächste Stufe auch noch freischalten. Was bedeutet das? Wir finden einfach bessere Sachen. Ein Sterne Gegenstände, zwei Sterne und drei Sterne. Und wenn man einen drei Sterne Gegenstand jetzt schon finden würde, für das, was man braucht, also einen davon schon findet, dann bringt einen das schon wesentlich weiter. Man kann natürlich auch einen Zwei-Sterne-Gegenstand nehmen, aber ich finde immer, wenn man so zwei Stufen hat oder drei Stufen, die aufgewertet werden, dann gibt es den größeren Sprung natürlich. Ich würde jetzt nicht empfehlen, immer zu sagen, okay, ich werte jetzt von 1 auf 2 Sterne auf, von 2 auf 3, von 3 auf 4, von 4 auf 5, sondern einfach zu schauen, was kriege ich davon? Drei Sterne, okay, dann ja, zwei Sterne, vielleicht nicht unbedingt. Sonst kann ich ja noch meine Chaosmünzen sparen im Shop vielleicht durchblättern, weil gegen Ende habt ihr relativ viele Chaosmünzen und könnt dann den Shop ganz gut durchblättern. Hier kommt gleich ein Boss auf der Ebene 3. Muss mal gucken, wie wir erwischen. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob es immer dieselben Bosse sind, muss ich dazu sagen. Hier kann man sich übrigens dann bei sowas hinter den Wänden verstecken. Das ist sehr, sehr praktisch. Ah, gegen den Skill kann man sich leider nicht hinter der Wand verstecken. Habe ich nicht dran gedacht, dass der auch noch kommt. Muss man sich natürlich bewegen. Der Skill hier ist wieder was, wo man sich hinter der Wand verstecken kann. Und es kann das Ding natürlich auch anzünden. Ansonsten kann man natürlich auch ein Stück weiter weggehen. Tja, wie ihr seht, mit Maus und Tastatur bin ich immer nicht ganz so gut wie mit Controller oder wie mit Tablet. Aber wir haben es trotzdem geschafft. Bin zuversichtlich, dass wir es besser schaffen beim nächsten Mal. Und hier, wenn man einen Boss besiegt hat, kann man sich natürlich diese Boni auswählen, erlittener Schaden verringert. Das ist auch was, was ich am Anfang, glaube ich, mitgenommen habe bei einem meiner Runs, was immer ganz gut ist, wenn man seinen Schaden verringert. Was ich jetzt nicht vielleicht unbedingt machen würde, ist verursachten Schaden erhöhen und gleichzeitig erlittenen Schaden erhöhen. Könnte schwierig werden, wenn man dann doch mal in brenzliche Situationen kommt. Oder einfach nur generell den Schaden erhöhen. Aber ich nehme erstmal, dass wir unseren Schaden verringern. Also, dass unser Schaden, den wir erleiden, verringert wird. Und ihr seht, ich muss mich heilen. Also, aber je weniger ihr euch heilen müsst, desto besser. Dann müsst ihr eure Münzen nicht ausgeben, könnt ihr sparen, weil die Heilung wird immer teurer. Ja, von Level zu Level wird eure Heilung immer teurer. Und ihr seht, wir können jetzt gerade nichts hochwerten, aber wir hätten die Möglichkeit hier einen Dreier kriegen zu können. Kriegen wir jetzt nicht mehr, weil wir uns heilen mussten. Aber das wäre natürlich das Nonplusultra hier noch gewesen. Bloß, das hätte uns vielleicht das Leben gekostet, wenn wir jetzt uns nicht geheilt hätten. Und dann hätten wir eine Wiederbelebung. Und ihr habt es gesehen, beim letzten Boss ist es wichtig, so viele Wiederbelebungen wie möglich noch zu haben. Ich versuche natürlich die Gegner hier reinzulocken. In die brennende Falle, sage ich jetzt mal. Am nervigsten sind übrigens diese Schamanen. Die versuche ich mir da als erstes natürlich wegzukriegen hier. Nicht den Elite-Mob unbedingt, der ist gerade gar nicht so schlimm, sondern tatsächlich sind diese Schamanen echt mies. Und wie ihr sehen könnt, läuft das eigentlich ganz gut. Zack, zack, zack. Wir schießen mit unserer Leichenexplosion auf die Elite-Gegner und wir haben uns noch nicht mal Schaden genommen gerade. Das ist eigentlich das Optimale. Kein Schaden nehmen. So, und jetzt können wir natürlich schauen. Knochenwand. Ja, das ist nicht das, was wir wollen. Da haben wir schon den Einser. Da können wir die 48 Chaos-Münzen dann nehmen.
Entweder müssen wir uns heilen oder müssen wir uns nicht heilen. Und wenn wir uns nicht heilen müssen, dann können wir schön weitergehen. Und da ist ein Gelber dabei. Also gelbe Gegner sind natürlich immer generell gefährlich. Kann mich erstmal hier hinter meiner Mauer verstecken und hoffen, dass mich die Viecher nicht alle kriegen. So, jetzt. Das ist das Beste, erstmal die kleinen Mobs wegkriegen und sich dann mit dem Elite-Gegner beschäftigen. Wir haben ja auch noch unsere Fähigkeit, die wir ab und zu einsetzen können. So, da war er down. Mit der Sense haben wir ihn weggesenst. Wunderbar. Okay, haben wir was dabei? Dauer von Knochenwand, das ist ein Zweier. Könnten wir jetzt mitnehmen? Sparen wir uns den Kauf im Shop? Oder sagen Chaosmünzen? Ich nehme jetzt mal die Chaosmünzen, weil es sind nur zwei. Wäre schöner, wenn es drei Sterne gewesen wären. Dann hätten wir den besseren Boost bekommen. Gerade gucken, wo wir sind. Okay, wir können uns jetzt entscheiden, hier hinzugehen oder hier hin. Müssen aber auf jeden Fall meiner Empfehlung nach alles mitnehmen. Und auch hier nehmen wir erstmal die Fernkämpfe uns auf jeden Fall vor. Wie gesagt, Fernkämpfe kann ich generell nicht leiden. Jetzt kann man mit der Leichenexplosion alles versuchen, erstmal wegzubekommen. Dann steht hier nur noch einer. Und dann ist auch down. Das sind einfache Ebenen, wo jetzt nicht so unbedingt viele Elite-Gegner auftauchen oder so, wo jetzt wirklich nur normale Mobs drin sind. Die kriegt man relativ easy peasy weg, in der Regel. Habe ich es mitgenommen, ja. Jetzt haben wir auch schon 315 Chaos-Münzen, wie ihr sehen könnt. Läuft eigentlich ganz gut. Hier ist auch jetzt wahrscheinlich hoffentlich nichts, wo wir uns groß Sorgen drum machen müssen. Hoffe ich zumindest. Wir ziehen die Gegner ein bisschen zusammen. So wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, aber am besten ist, wenn man Gegner ein bisschen zusammenziehen kann und auch gerne mehrere Mauern, so dass man da auch zum eigenen Schutz so ein bisschen durchlaufen kann und die Gegner immer hinterherlaufen müssen dann. Und so viele Leichen wie möglich natürlich fabrizieren. Dann schießt einer aus der Ferne. So, Leichenexplosion, so wenn wirklich richtig viele Leichen rumliegen, ist das das Beste, was passieren kann eigentlich. Zack. Immer schön die Leute hier durchlotsen. Wie gesagt, diese Zakarun-Schamanen, das sind so die miesesten, finde ich, von allen hier. Aber noch ein Totem, das muss auch weg, das verlangsamt uns nämlich. Der Maus ist aber echt nicht mein Ding bei Diablo. So, zack. Auch das. Und hier haben wir jetzt einen Dreier von dem, was wir nehmen. Deswegen nehmen wir nicht die Chaosmünzen, sondern nehmen das und ziehen das auch gleich an, damit es dann nicht weg ist, wenn wir aus dem Portal verschwinden. Und haben jetzt 54 mehr Schaden. Ja, das heißt, mit Schultern haben wir erstmal ganz gut ausgesorgt gerade. Das, was wir ausgezogen haben, wird direkt in Chaosmünzen umgewandelt. Das heißt, wir kriegen einen Bonus. Wir können uns jetzt überlegen, wollen wir uns jetzt heilen oder lassen wir es so? Heilung kostet 54 Münzen. Ich habe 349. Ich möchte natürlich meinen Splitter des Glücks ein bisschen weiter vorantreiben. Hier gibt es jetzt nichts. Ich würde jetzt nicht sagen, zu viel aktualisieren. Hebt euch das lieber für später auf, wenn es besseres Zeug gibt. Holt euch lieber einen Splitter des Glücks und guckt, dass ihr euch vielleicht dann noch heilen könnt. So, passt. Wir können uns heilen. Wir haben den Splitter des Glücks. Shop ist jetzt nicht wirklich viel drin, was wir brauchen. Wir könnten aktualisieren, aber ich würde es mir einfach aufsparen fürs nächste Mal. Und falls ihr euch fragt, ja, das Video wird gerade etwas lang, aber ich dachte mir, vielleicht hilft es dem einen oder anderen hier weiterzukommen, so ein bisschen zu verstehen, was die Strategie ist. Ihr seht, ich sammle hier gerade ein bisschen die Gegner, so zündig an. Und jetzt Leichenexplosion. Zack, zack, zack. Bum, bum, bum. Und da haben wir schon mal einiges an Gegnern jetzt hier weg. Die anderen
Gegner werden damit jetzt auch noch fertig gemacht. Und jetzt ist nur noch einer da. Und der ist leicht easy peasy, lemon squeezy. Das ist eigentlich die Standard-Vorgehensweise. Wir versuchen so viele Gegner wie möglich mit Leichenexplosionen zu killen, sie zusammenzuziehen und unsere Ausrüstung so früh wie möglich zusammenzubekommen, auch wenn es jetzt vielleicht nur Einser-Ausrüstung ist oder so. So, hier sind schon mal ein paar Gegner. Zack, ab in die Mitte. Die kommen ja eh alle auf mich zu. Wenn sie mir zu schnell werden, kann ich ja woanders hingehen. Aber hier ist ja mein Skelett auch dazwischen, mein Hauptmann. Und hier Leichenexplosion. Leichenexplosion. Sense setze ich gar nicht so oft ein, wie ihr vielleicht sehen könnt. Zack. Das war's. Das größte Problem sind eigentlich wirklich die Elite-Gegner und so weiter. Das ist nur ein Zweier, könnte man nehmen. Nehme ich aber vielleicht lieber erstmal die Münzen, um uns dann später vielleicht ein Dreier oder sowas zu kaufen von irgendwas, was wir brauchen. So, nächster Raum. Ich mag es immer nicht, wenn die gleich direkt schon am Eingang stehen. Man kommt rein und gleich steht der erste Mob hier und wartet schon schön. Ich will ja auch an dem ersten Mob erstmal überhaupt vorbeikommen, ne? Ich meine, ich will die ja zusammenziehen, aber ich will ja auch erstmal vorbeikommen. Vor allen Dingen kann ich mit der Maus gar nicht so richtig laufen, weil ja sowieso immer irgendwo stehen bleibt und sagt, ja, du wolltest doch bestimmt da lang gehen oder du wolltest doch diesen Feind angreifen. Nein, ich wollte nicht diesen Feind angreifen. So, kommt ruhig ein bisschen näher. Zünd mich an. Und Leichenexplosion. Bum, 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 bum. Und erledigt. Nichts dabei. Nehmen wir wieder die Chaosmünzen. Ich hoffe, ich habe jetzt keine. Ach, da hinten lagen noch welche. Wollte gerade sagen, habe jetzt keine übersehen. Und da haben wir ein paar Elite-Gegner mit drin. Okay, müssen wir vorsichtig sein. So schnell wie möglich die Leichenexplosion bringen. Die Fernkämpfer sind immer kacke. Aber die stehen auch nur rum gerade. Das heißt, ich kann mich so ein bisschen hinter meiner Mauer verstecken. Seht ihr? Weil wenn ich hinter meiner Mauer stehe, kann mich ja keiner umbringen. Also, oder treffen, besser gesagt. Ah, und hier haben wir doch auch schon das, was wir gerne haben wollen. Nämlich ein 3-Sterne-Helm. Das heißt, wir brauchen schon mal keinen Helm mehr im Shop zu kaufen. Können den direkt anziehen. Und unser Schaden steigt um 34. So, einen Raum müssen wir noch. Wie gesagt, am besten alle Räume mitnehmen, um so viele Chaosmünzen wie möglich zu sammeln. Um euer Leben macht euch nur Sorgen, dass ihr euch nicht zu viel am Heilbrunnen heilen müsst. Ihr seht, wir sind jetzt auf Ebene 5, sind relativ gut durchgekommen bis jetzt. Ein bisschen versuchen die Gegner ein klein wenig zusammenzuziehen, das Ding zu entzünden, noch eine zweite aufzubauen, nochmal zu entzünden. Ja. Solange die hier durchlaufen und Schaden nehmen, müssen wir uns eigentlich gar nicht so große Sorgen machen. So, Skeletthauptmann, wo bist du? Kümmere dich mal um die. So, zack, weg. Chaosmünzen sammeln wir auch wieder ein. Und achso. Jetzt muss ich gucken. Ich habe ich habe den Schrein nicht angefasst. Ja. Sie ruhen überall. Nee, das brauchen wir nicht. Dann nehmen wir lieber das. So, Chaosmünzen. Und jetzt dürfen wir auch keine Warnung mehr bekommen. Werden alle nicht ausgerüsteten Gegenstände in unserem... Habe ich was nicht ausgerüstet? Habe ich den Helm? Achso, okay, ich habe den Helm gewechselt. Man muss wirklich vorher nochmal gucken, nicht, dass man den 3-Sterne dann doch noch im Inventar hat. Dann würde man sich sehr, sehr ärgern. Und da sind wir schon wieder. Wir können uns jetzt heilen, wir sind bei der Hälfte des Lebens. Und wir gucken aber erstmal in den Shop rein. Gegen 200 können wir jetzt das bekommen. Wir können auch einen Dreier gegen 130 bekommen. Jetzt müssen wir wirklich gucken. Ich hole mir erstmal den, heile mich und gucke, dass ich dann noch die 200 übrig habe, um das aufzuwerten, um bessere Sachen zu finden. Seht ihr, Stufe 5 sind wir schon und können jetzt sogar schon 4-Sterne-Gegenstände finden. Also es ist echt wichtig, früh im Spiel oder früh in den Ebenen schon gute Gegenstände finden zu können und natürlich geheilt zu sein.
Wir kommen jetzt an den Boss. Ich hoffe, dass ich den Bosskampf einigermaßen gut überstehe. Weil wir gleich sehen, was wir für einen Boss haben. Ach, ich hasse den. Na gut, ich hasse eigentlich alle Bosse. Den lasse ich einfach im Feuer ein bisschen drin brutzeln gerade. Und die Leichenexplosion nutze ich immer mal, um noch ein bisschen Zusatzdamage zu machen. Muss mal gucken, dass ich das auch wirklich angezündet bekomme. So. Oh, die Sense muss ich immer mal gucken, dass ich die von hinten mache. Ich will ihn nicht von vorne treffen. Also wenn, will ich ihn definitiv von hinten treffen. Ich darf mich nicht so oft treffen lassen, damit ich dann nicht so oft heilen gehen muss. Aber bei so einem Bosskampf muss man leider damit rechnen, dass man dann doch ab und zu mal vielleicht einen Treffer kassiert. So. Versucht gerade Leichenexplosion. Ja, wunderbar. Hat funktioniert, war gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Das letzte Mal, bin ich der Meinung, hat er mehr Leute gespawnt. Aber wir haben es geschafft. Okay, was nehmen wir? Hier, das hier. Genau das Richtige für uns. Ja, für verlangsamte oder unterkühlte Gegner um 40 erhöht. Nochmal unseren Schaden erhöhen. Also selbst wenn unsere Ausrüstung jetzt nicht so pralle sein sollte, haben wir natürlich den Schaden gut erhöht. Nächste Ebene. Wir haben ja jetzt nichts angezogen oder so vorher. Ja, gucken. Okay, haben wir es dabei, was wir anziehen können? Sie ruhen überall. Ja, genau. Auch nicht schlecht, aber Rückgrat des Ausgräbers. Hier, es sind aber nur 2 Sterne, deswegen Splitter des Glücks nehme ich mit und diesmal heile ich mich mal nicht, weil ich habe eigentlich noch ganz gut Leben übrig, hoffe, dass ich das jetzt nicht vergeude und hoffe, dass ich zwischendrin vielleicht noch was Gutes finde. Ja, sieht ganz gut aus. Ich laufe erstmal ein Stück rein. In der Hoffnung, dass sie mich nicht wegsensen. Sieht nicht gut aus, die sind recht schnell und haben mich umzingelt. Ich muss ja auch die Fernkämpfer irgendwie zuerst wegbekommen. Leichenexplosion, zack. Oh, da ist auch ein blauer Fernkampfmob dabei, deswegen gefährlich. Also sowas mag ich ja gar nicht. Ich gucke jetzt tatsächlich, dass die irgendwie wegbekomme, die mich hier angreifen. Ob ich jetzt die Fernkämpfer oder die Nahkämpfer zuerst ausschalte, ist mir, glaube ich, gerade bitte. Das einzig Gute an den blauen Mobs ist, dass die meistens irgendwelche Lebenskugeln mal fallen lassen ab und zu. Und damit... Oh, die Fernkämpfer sind schon mal weg, glaube ich. Und damit kann man sich dann heilen. Ah, ne. Okay, das waren die gelben, die Lebenskugel fallen gelassen haben. Schade. Oh, da müssen wir jetzt so durchziehen. Oh, hier, guck mal. 4 Sterne, aber den brauchen wir nicht. Ich meine, wir können auch unsere Skelett-Champions explodieren lassen, aber dann müssen wir natürlich warten, bis wieder neue da sind. Und ich benutze den sehr gerne als Ablenkung. Wir können jetzt natürlich überlegen, Spekulum sind 2 Sterne, aber wie gesagt, ich würde lieber auf 3 oder 4 Sterne warten. Es war ein bisschen schwerer als gedacht gerade, das Level, aber das passiert leider. Man weiß ja nie so genau, was man kriegt. Das ist alles so ein bisschen random. Es kann mal gut laufen, es kann mal schlecht laufen. Ich darf mich nur nicht mehr so oft treffen lassen. Und die Werwölfe sind halt echt kacke. Die sind echt schnell. So, solange die durch irgendwas durchlaufen, was sie entschleunigt, bin ich erstmal aus dem Schneider. Skelett-Dude ist noch nicht wieder bereit. Das ist schon mal schlecht. Ja, das ist halt ganz normal. Viel rumlaufen muss man da.
Einer ist noch da, oder? Die anderen sind alle schon weg. Puh, war ganz schön knapp. Aber wir haben es geschafft. Also auch wenn man noch wenig Leben hat, kann man es durchaus durchziehen. Oh, genau das Richtige für uns. 4 Sterne von dem Schild, was wir auch ausgerüstet haben. Hoffentlich hilft uns das ein bisschen. Zack. Ja, 81 Schaden, das bringt schon mal was. 4-Sterne-Schild. Hoffen wir mal, dass das jetzt nicht alle Ebenen mit irgendwelchen Legendary-Gegnern, Elite-Mobs voll sind. Nein, das nicht. Okay, dann hoffen wir mal, dass das nicht irgendwelche sind, die uns hier fertig machen. So, das sind doch meine Lieblingsebenen hier. Guck mal, wie schnell das ging. Zack, zack, zack. Und down. Noch nicht mal getroffen worden. So muss es sein. Das ist perfekt. Kohleauge brauchen wir nicht. Stoß und Stille haben wir schon besseren. Nehmen wir die Chaosmünzen. Nehmen auch die Chaosmünzen hier mit. Und das ist dann hoffentlich die letzte Ebene. Und da ist wieder ein blauer dabei. Oh, das sind schnelle. Das könnte ins Auge gehen. Wir sind bei Ebene 7. Da kann man auch durchaus mal sterben. Ich hoffe nicht, dass wir sterben. Oh, da kommen sie. Oh, sie schießen. Aber was ich auf jeden Fall wegkriegen muss, ist die Fernkampftypis hier. Ah, weg. Geh weg. Geh weg. Ich wollte nicht weggehen. So, lauft alle schön hier durch. Lauft alle schön hier durch. Alle schön durchlaufen. Und zack. Down. Leichenexplosion einmal auf den Fernkämpfer. Ah, triff mich bitte nicht. Leichenexplosion. Ah, wir haben es geschafft. Das war knapp. Die Chaosmünzen. Chaosmünzen, Chaosmünzen, Chaosmünzen. Und raus hier. Raus, raus, raus. Also an so einer Stelle, wenn dann noch eine Stufe übrig ist, würde ich empfehlen, nicht unbedingt noch diese Stufe mitnehmen zu müssen. Aber wir haben auf jeden Fall viele Münzen besorgt. Das heißt, wir können auch theoretisch unseren Splitter des Glücks nochmal aufwerten oder vorher mal gucken, ob es was gibt, was uns vielleicht noch mehr gefällt im Shop. Aber nein, dann nehmen wir den Splitter des Glücks. Hat ja bis jetzt auch ganz gut funktioniert. Da haben wir auch 7 jetzt. Das heißt, wir finden definitiv mehr 4-Sterne, aber auch ein paar 3-Sterne-Sachen. Das würde uns auf jeden Fall das nützen. Und mit den nächsten Stufen wären es dann auch 5-Sterne-Sachen. Und wir sind jetzt auf Ebene 8. Auf Ebene 8 sind wir jetzt. Wir ziehen das jetzt durch hier. Oder wir versuchen es zumindest. So, Leben ist nicht ganz voll, wie man sehen kann. Kann ich mal ein bisschen treffen lassen gerade. Aber das ist auch schwierig, weil diese kleinen Viecher, die sind echt schnell. Ich hasse die. Aber wir haben es geschafft. Solche kleinen, schnellen Viecher, das sind die schlimmsten von allen. Haben wir schon besseres? Ja, haben wir schon 4 Sterne. Rückgrat des Ausgräbers ist ein bisschen besser. Ein bisschen. Nicht wesentlich wahnsinnig besser. Naja, dann können wir sonst im Shop nochmal gucken. Vielleicht finden wir da ein besseres Rückgrat des Ausgräbers. 5 Sterne wäre natürlich wünschenswert. Oh, jetzt hier machen wir nicht genug Schaden dafür. Wahrscheinlich müssen wir mal gucken, ob wir uns auf einen Goblin konzentrieren können. Gucken, ob wir noch ein paar mitnehmen können. Ah, schieß! Du sollst schießen! Ah, getroffen! Haben wir doch noch ein paar Chaos-Münzen geholt. Also manchmal gibt es tatsächlich so eine... Also es ist mir vorhin auch nur einmal passiert. Gibt es dann so eine Goblin...
Dinger, die man dann holen kann. Da gibt es einiges an Münzen, muss man auch gucken, dass man schnell ist, weil die ja sonst verschwinden. Ein bisschen was haben wir geholt. Also bin ich schon stolz, dass ich ein paar erwischt habe. Das erste Mal, dass ich das gemacht habe, glaube ich, habe ich nur ein oder zwei erwischt, war ich nicht so gut. Aber da wusste ich auch nicht genau, was mich erwartet. Da habe ich erst gedacht, was sind das für Gegner, die da auf mich warten. Ah, ich komme nicht raus. Mensch. Das ist wieder so eine Mausgeschichte. Ich bin eigentlich rausgelaufen, aber er hat irgendwie versucht, einen Gegner anzuvisieren. Obwohl ich gar nicht wollte. Ja, es könnte jetzt wirklich knapp werden. Ja, wir haben gut Chaosmünzen gemacht, aber wir sind leider sehr stark getroffen worden. Kohleauge, ich nehme wieder die Münzen erstmal. So, hier ist natürlich jetzt, ich könnte, wenn ich wollte, jetzt noch hier reinlaufen, aber mit meinem Leben vergeude ich jetzt theoretisch einmal eine Wiederbelebung. Ich kann es jetzt riskieren. Ich meine, wir sind auf Ebene 8. Wir sind relativ nah dran an der 15, die wir erreichen wollen. Einmal sterben ist nicht schlimm. Beim Boss sollte man aber trotzdem am Endboss wenigstens noch ein, zweimal wiederbeleben können, damit man weiß, okay, hier ist ein Gelber dabei. Das heißt, es könnte schwierig werden. Was sind das? Das sind solche Gegner. Die sind natürlich ziemlich mies, wie man gerade gesehen hat, wenn man direkt reinläuft und sich treffen lässt. Deswegen versuche ich jetzt erstmal drumherum zu laufen ein bisschen. So, das heißt, oh, jetzt nur noch ein paar von denen da und der Gelbe. Ich hoffe, der Gelbe hat jetzt nicht irgendwie zu krasse Skills. Wir haben tatsächlich Glück gehabt. Erstmal die weg. So, jetzt nur noch der Gelbe da. Was machen wir mit dem Gelben? Erstmal angreifen. Oh, 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 er kommt. Oh, der kann schießen. Das ist nicht gut. Auf Abstand halten, wenn er schießen kann. Leichenexplosionen auf ihn schicken. So gut es geht. Hochspringen lassen, dass er Schaden bekommt. Und drauf schießen. Ah, nicht treffen lassen, nicht treffen lassen. Oh, Gift. Spinnen, Spinnen. Schlangen, Schlangen, meine ich. Oh, getroffen. Mit meinem letzten Leben getroffen. Es war riskant. Aber wir haben es geschafft. Ah, ich könnte jetzt natürlich einen 3-Sterne gegen einen 4-Sterne oder eine 3-Sterne-Schulter gegen eine 4-Sterne-Schulter austauschen. Also es bringt durchaus was. Man sieht es von 78 auf 116 oder von 65 auf 108. Ja, ist natürlich die Frage, was finden wir jetzt gleich im Shop vor? Eins davon, gar nichts davon. 178 auf 116 oder 75 auf 65 auf 108. Ich glaube, viel nimmt sich's nicht. Dann nehme ich einfach mal die Schultern. Ich nehme jetzt einfach mal die Schultern auf gut Glück. Ich weiß, von 3 auf 4 ist jetzt ein bisschen blöd, aber wenn es schon mal da ist, gibt uns 38 Schaden. Und es ist günstiger, als wenn wir es im Shop nochmal durchscrollen oder kaufen müssten. Puh, als nächstes muss ich mich definitiv heilen. Heilen wird immer teurer, je weiter man kommt. Ich hoffe, ich hatte es jetzt angelegt, sonst haben wir es jetzt einmal umsonst mitgenommen. Nee, ich habe es angelegt. 78 Münzen fürs Heilen und man wird noch nicht mal mehr vollständig geheilt. Ah ja, guck mal. Ist gut, dass wir nicht genommen haben. Wir haben auch das Rückgrat. Genau perfekt. Das ist eigentlich der perfekte Kauf von 1 auf 4 upgraden. So, von 1 auf 4. Können wir gleich anlegen. Kriegen wir 937 mehr Leben. Das heißt, wir halten auf jeden Fall besser durch. Und können uns jetzt noch einmal den Splitter des Glücks holen, um damit das Ganze auf 8 zu bringen. Und wie gesagt, 9 ist das Maximale. Wir haben jetzt die Möglichkeit, 7% 5-Sterne-Sachen zu finden. Und jetzt, danach ist fast alles nur noch Chaos-Münzen, muss man sparen, um dann einfach die beste Ausrüstung sich zusammenzuholen. Und dann hat man am Ende hoffentlich die Ausrüstung, die ich dann so hatte. So, jetzt wird es nochmal schön. Oh, ja, der ist lustig. Ich hasse dich.
Der kann so weit ausholen. Da kann man wirklich nur auf Leichenexplosion und. Ah, seht ihr? Einmal getroffen und schon fast die Hälfte des Lebens abgezogen. Ich hasse den. Also um den kannst du wirklich nur drum rumlaufen. Und hoffen, dass er dich nicht trifft. Weit genug weggehen. Sobald der ausholt, weggehen. Weggehen oder hinter dem stehen. So, sind wir fertig. Explosionen drauf. Also das Einzige, was man machen kann, diese kleinen Viecher in Leichen umwandeln, den verbrennen immer kontinuierlich und sein Skelett immer mal wieder drauf schicken, dass er den angreift. Weil sonst viel andere Möglichkeiten. Ah, lauf weg! Renn, renn! Wieso rennst du nicht? Das ist wieder dieses Mausproblem. Bum, bum, bum. Nicht in meine Richtung schlagen. Ich habe nicht gesehen, dass er gerade schlägt. Und von hinten ab und zu mal sensen. Von hinten ab und zu mal mit der Sense drauf. Typ, geh weg. Das ist die einzige Sache, die ich gegen den machen kann. Immer ein bisschen weiter weglaufen, dass er mich nicht trifft und versuchen, seine Minions zu killen. Und ihn dann mal mit einer Leichenexplosion zu erwischen. Hoffentlich. Ist er jetzt fertig? Ihn gar nicht von hier aus, weil er so weit ausholen kann. Wer hat das programmiert, dass der so weit ausholen kann? Ah, er hat mich erwischt. Aber ich habe noch Leben. Ich habe noch Leben. Also beim Bosskampf zu sterben, ist glaube ich keine Schande. Ah, ich muss weg. Wo ist er denn? Ich sehe ihn gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich hinter ihm bin oder vor ihm. Oh, nicht immer aus Versehen auf die Karte kommen würde. Ah, oh, geschafft. Ich hasse diesen Typen. Das ist einfach einer meiner größten Hassbosse hier. Weil der so weit ausholen kann und man immer um den hinten rumlaufen muss. Und wenn man aber zu weit von ihm weg ist, sieht man nicht mehr, wo es Schaden gegen Elite-Gegner erhöht. Oh, das ist auch nicht schlecht. Verursachter Schaden nach Verwendung. Ich nehme gegen Elite-Gegner. Jetzt muss ich mich wieder erstmal am Brunnen heilen. Eieiei. Ich hasse es. Ist echt schlimm. So, erstmal eine Runde heilen und mal gucken, ob es jetzt was Schönes im Shop gibt. Die Zinke brauchen wir ja nicht unbedingt, aber Schild haben wir ja schon auf 4 Sterne. Das haben wir auch schon auf 4. Und wir können nochmal den Splitter des Glücks ein letztes Mal, glaube ich, ein vorletztes Mal scheinbar, aufwerten. Mit 14% 5 Sterne Sachen, die wir jetzt finden können. Okay, dann versuchen wir nochmal unser Glück jetzt auf den anderen Ebenen. Es scheint erstmal ein paar normale Mobs hier zu geben. Was heißt normal? Hey, lass mich doch in Ruhe. Was hab ich euch getan? Ich vertraue mich immer nicht, diese Sensenfähigkeit mit der Maus zu benutzen,
Weil ich einfach nicht sicher bin, hau ich jetzt zu oder laufe ich in die Gegner zu weit rein? So, wir verbrennen jetzt erstmal alle und schicken unsere Leichen auf den Rest. Zack, zack, zack. Die sind ein bisschen schnell unterwegs hier, die Freunde. Die sind so schnell. Habe ich irgendwas nicht eingesammelt? Nee. Was gibt es denn Schönes? Was 5-Sterne-mäßiges? Nein. Stoß und Stille haben wir ja schon auf der 4. Das heißt, hier können wir auch die Münzchen nehmen. Und ihr merkt, man kriegt natürlich immer mehr Münzen, ist klar. Je weiter man kommt. Das können wir uns entscheiden, hierhin oder dahin. Man sieht ja nicht, wo es dann wirklich weitergeht am Ende. Wir haben ja unseren Schaden gegen Elite-Gegner erhöht. Hier sind nicht viele Gegner drin. Das beunruhigt mich ein wenig. Ah, die dashen alle. Was ist das? Spinnennetz? Ach, hier ist eine Spinne. Gerade gefragt. Was ist das für eine eklige Zusammenstellung von Gegnern? Also man muss auch sagen, man muss scheinbar auch mit den Gegnern so ein bisschen Glück haben. Bei meinen ersten Läufen hatte ich nicht so eine komische Zusammenstellung an Gegnern. Die hier. Aber ja, auch das scheint es zu geben. Sind ja auch solche, die sind so hartnäckig, ne? Boah, die brauchen ja ewig, bis sie tot sind. Ich meine, das liegt sicherlich auch da ein bisschen an meinem Schaden. Gleich bin ich weg. Aber trotzdem, warum dicke Spinnen und dann auch noch solche mit dabei? Oh Gott. Muss ich echt mich ein bisschen zurückhalten, dass ich nicht zu nah an die rangehe. Viel mit Leichenexplosion, ja, aber nicht alle. Das sieht echt schlecht aus für uns heute. Aber wir haben uns noch nicht einmal wiederbelebt, muss man auch dazu sagen. War jetzt nichts Besonderes bei der Ausrüstung dabei. Ja, das können wir hier lang oder da hinten lang, aber wir müssen auf jeden Fall mindestens eins weiter. Und man kann auch nicht sagen, ich gehe jetzt hier und gucke, wie es hier aussieht und gehe dann auf die andere. Nein, man muss da reingehen, was man berührt hat. Hier sind auch solche Spinnen. Und solche Typen. Ah, oh nein! Echt jetzt? Die Elite-Gegner sind solche Typen. Gott. Und die zielen auch noch mit so einer Fähigkeit auf mich. Oh nein. Ob ich das jemals überleben werde? Wahrscheinlich nicht. Weg. Oh, Spinne. Spinne am Mittag. Bringt Glück am dritten Tag. Ah, ich hab mein Skeletthauptmann nicht dabei. Er ist gerade schon wieder down. Ja, die halten nicht so lange aus, weil man ja keine Ausrüstung hat, die länger durchhalten lässt. Diese Spinnen aber auch dazwischen noch. Oh, geht doch weg. Ich habe meine Säule noch nicht wieder bereit. Ich kann kaum anhalten, um irgendwas zu machen. Ich werde hier entweder angevisiert oder habe Angst, dass hier einer losdasht. Oder eine Spinne kommt. Das ist alles auf einmal hier. Ich meine, wir haben schon mehr Schaden gegen Elite-Gegner, aber... Huhu. Also auf jeden Fall viel gelaufen hier. Bleibt mir leider nichts anderes übrig, als immer hin und her zu laufen ein bisschen. Ist vielleicht nicht besonders spannend. Aber man tut ja alles, um nicht drauf zu gehen. Oh nein, die Spinne hat mich getroffen. Ich kann entweder verlassen oder wiederbeleben, aber wenn ich verlasse, bin ich komplett raus. Naja, mit 100% Gesundheit geht es bestimmt ein bisschen besser. Etwas entspannter jetzt. Aber es ist auch eben eine 10, muss man dazu sagen. Aber so ein blödes Ding hatte ich vorhin nicht. Und mit solchen fetten Gegnern dazwischen war vorhin nicht.
gar nicht wissen, was passiert, wenn die mich mit dem Strahl erwischen. Ob ich dann gleich komplett weg bin. Boah, die halten aber auch was aus, ne? Boah. Der war knapp. Ah, nicht schießen, bitte. Und noch ein. Einer ist übrig, wie es aussieht. Okay. Also einer von den blauen, meine ich. Der andere ist jetzt nicht so mein Hauptaugenmerk. Mach den weg, bitte. Geschafft. Okay, jetzt haben wir noch diesen einen Typ hier. Oh, Gott sei Dank. Naja, wir haben jetzt volles Leben, da können wir auch was riskieren dann. Können wir noch diese eine Ebene, die wir nicht gemacht haben, zurücklaufen. Und können die dann machen. Ja, das war nicht schlecht. Ich sage mal so, gut, dass wir es schon einmal durch haben. Das war ziemlich nervenaufreibend. Ich hoffe, das sind nicht alles solche dicken Monster hier auf der Ebene. Aber wahrscheinlich schon. Werden wir gleich sehen. Kein Elite-Mob dabei, ja, bin zuversichtlich. Also die kleinen. Okay, dann geht's. Muss mal rauskommen. Darf ich mich noch nicht so oft treffen lassen, auch wenn es nur die kleinen sind. Ich will ja trotzdem nicht ständig den Wiederbelebungsbrunnen behelligen müssen. Bum, 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 bum. Dum, 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 dum. Zack. Da war es nicht mehr viel. Ja. Aber da können wir sogar dann, müssen wir nicht einmal den Heilbrunnen benutzen. Oh, die Zinke mit 5 Sternen. Auch nicht schlecht. Brauchen wir jetzt nicht. 3 Sterne. Wir haben jetzt eine 1-Sterne-Hose. Ja, komm. Das ist auf jeden Fall mal ein Upgrade. Am besten wäre jetzt natürlich die 5-Sterne-Sachen dann zu finden, aber wir haben ja noch ein paar Ebenen vor uns. Ab und zu weiß ich noch, ich glaube bei gelben Gegnern kommt ab und zu mal eine Heilkugel, dann kann man sich heilen, damit man nicht zu sehr frustriert ist. Muss ich natürlich das Ganze wieder zurücklaufen. Hätten sie so machen müssen, dass das Portal dann wieder mitwandert, wenn man dann nochmal einen anderen Raum betritt, wenn das schon offen ist und das dann. Ah, da liegt noch was. Gut, dass wir nochmal geguckt haben. Achso, habe ich jetzt das auch angelegt? Ja, lieber gucken. Ja, habe ich. Nicht, dass es weg ist. Heilbrunnen müssen wir diesmal nicht benutzen. Das ist gut. Da können wir mal gucken. Wir müssten 500, damit wir die nächste aufwerten können. Und wir haben jetzt aber nichts 5-Sterniges dabei. Wir können jetzt sagen, für 30 können wir nochmal einen Blick riskieren. Zack. Aber da ist jetzt auch nichts wesentlich Besseres dabei. Das heißt, wir sparen uns die 500 an und hoffen dann einfach, dass wir dann mit 500 dann nochmal die Verbesserung freischalten können. Was haben wir hier? Wieder Wölfchen. Ja, die muss ich auch hinter mir erstmal herziehen, wenn die Maus mitmacht. Ein bisschen zwischen den einzelnen hin und her laufen. So. Ein bisschen bumm. Gleich eine Explosion. Nicht zu nah dran. Naja, egal. Hab ja Leben. Hab ja noch Leben. Fünfer Waffe. Ist zwar nicht unsere, die wir brauchen, aber könnte man überlegen, ob man es vielleicht auch nimmt. Aber dann macht Leichenexplosion nicht mehr so viel und ich benutze eigentlich sehr gerne Leichenexplosion. Nehmen wir doch die Chaosmünzen erstmal mit und gucken, wie es läuft, was dann die anderen noch bringen. Vielleicht ist ja was. Ah, hier sind wieder so fette Viecher dabei. Wenn da wenigstens so ein paar kleine dabei wären, die ein bisschen schneller gehen würden, wo man sagen kann, ja. Die sind jetzt fix kaputt oder so, ne?
Das sind wieder die Spinnen. Ich kann ja mit die Leichenexplosion hier so schlecht einsetzen bei denen. Weil es einfach nicht geht. Ah, Mist. Daneben gehauen. Das ist wieder diese Fetten, da kannst du nur rennen. Erstmal und gucken, dass du sie auf Zeit lahmlegst. Gut, dass es nicht nochmal solche Elite dabei sind. Ah, die Spinnen. Die Spinnen müssen wir zuerst weg, auf jeden Fall. Komm, gehen die Spinnen rein, mein lieber Freund hier. Super, Spinnen sind weg. Wenn wir mit der Sense kommen. Oh, geh weg. Ich dachte, ich schaffe ihn noch zu treffen. Habe ich nicht mehr geschafft. Da muss ich doch ausweichen. So, vielleicht ist hier mal 5 Sterne mäßig was dabei. Ah, da, guck mal. Upgrade zu unserer Waffe. 4 Sterne zwar, aber nehme ich trotzdem gerne. War ja nur eine 1-Sterne-Waffe, die wir jetzt noch ausgerüstet haben. Das heißt, wir sollten jetzt entweder Hosen oder Kopf in 5 Sterne finden, aber alles andere 5 Sterne geht auch. Das heißt also, jetzt an der Stelle ist eigentlich alles, was irgendwie 5 Sterne hat und uns passt zu dem, was wir anhaben, genau richtig. Da können wir uns dann auch durch den Shop scrollen bei Gelegenheit, wenn wir dann genug gesammelt haben an Münzen. Wenn nicht gerade ein 5-Sterne-Gegenstand irgendwo drin ist. Aber das sind auch so wenig. Das sind auch so fette bestimmt, oder? Ne, sind nicht so fette. So eine Sukubutze. Ah, die können halt schnell schießen, ne? Das ist das Problem. Sind die alle? Schnell Leichenexplosionen machen. Und mich hinter der Säule verstecken. Das Beste, was du hier machen kannst. Dich hinter der Säule verstecken und Leichenexplosionen machen. Puh, hat auch scheinbar geklappt. Nichts 5-Sterniges dabei für uns. Da nehmen wir Münzen. Und waren wir irgendwo noch nicht da? Da müssen wir nochmal hingehen, um dort auch die Münzen abzugreifen. Leben haben wir ja noch. Heilen können wir uns ja nochmal. Und wir sind in Ebene 12. Könnte sein, dass Ebene 11, dass bei Ebene 12 nochmal ein Boss kommt. Oh, hier sind blaue dabei. Okay. Laufen erstmal durch. Ein bisschen. Oh, das sind auch welche mit Zielfernrohr. Verdammt. Geht halt immer mit der Maus so schlecht, wenn man stehen bleibt. Ich hasse Fernkampf. Ich muss erstmal die Fernkämpfer ein bisschen wegbekommen hier. Das lief gar nicht mal so unerwartet schlecht. Ist ja nur blöd, dass der Elite-Mob auch ein Fernkämpfer war. Wäre schöner gewesen, wenn es Nahkämpfer gewesen wären. Ich hätte die Fernkämpfer zuerst alle mitnehmen können. Aber gut, kann man sich leider nicht aussuchen. Hätte Fahrradkette, ne? Okay, mal gucken, was es im Shop gibt. 500 ist zum Kaufen. Wir müssen uns aber auch noch heilen. Gucken, wie viel das jetzt kostet. Bestimmt auch um die 100. Wir haben ja keine Gegenstände ausgerüstet gehabt. Haben uns auch alles abgeholt, glaube ich. 96. Na gut. Machen wir das mal. 500. Ja, wir riskieren es. Es ist nämlich kein 5-Sterne-Ausrüstungsteil jetzt dabei. Das heißt, hier geht es jetzt auch nicht weiter. Und unsere Chancen sind jetzt auf 20% auch 5-Sterne-Sachen zu finden. Und hoffen einfach, dass wir ein paar gute 5-Sterne-Sachen finden. Bis jetzt haben wir noch nichts 5-Sterniges, aber ich hoffe, dass wir doch das ein oder andere jetzt finden. Und es könnte sein, dass das jetzt eine Boss-Ebene ist. Werden wir gleich sehen. Ja. Na da, viel Spaß dabei. Ihhh, der Gifty. Manchmal habe ich Probleme, die Säule anzuzünden. Habe ich ihn erwischt?
Explosion drauf. Jawohl. Ja, sieht nicht gut aus mit dem Schaden. Auf jeden Fall müssen wir die Säule anzünden. Ah, ich wollte ihn gerade von hinten attackieren. Verdammt. Jetzt hat er mich erwischt. Nicht gut. Gift, Gift, Gift. Hör auf damit. Wer seid ihr denn? So. Bäh. Bäh. Weg. Lass mich mit deinem Gift in Ruhe. Ja, lauf weg. Oh oh. Das ist wieder mal aufregend hier. Ich stehe schon wieder drin. Nein. Lauf nicht durchs Gift. Da bleibt uns wieder nur die Leichenexplosion, die allseits bewährte Leichenexplosion. Oh, 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 das war knapp. Genau reingelaufen. Das war, den hatte ich vorhin übrigens nicht bei den Bossen, die ich bekämpfen musste. Das heißt, der ist quasi jetzt neu. Ach, das ist dieser Dreierkill, dieser Dreierschuss macht mich wahnsinnig. Lass nicht zu nah dran sein, lass nicht zu weit weg sein. Macht sich keine Freunde hier. Da ist wieder mein Hauptmann. Greift ihn nochmal an. Ah, der geht auch durch die Säule direkt durch. Du sollst nicht durch die Säule direkt durchgehen. Bäh. Gift. Gift. Also für den brauche ich echt extra Leben hier. Hatte mir das einfacher vorgestellt mit dem, aber wenn niemand ihn ablenkt, ist das nicht schlecht für mich. Töte mich nicht. Ich dachte, er ist gerade abgelenkt von meinem Skelett-Hauptmann, aber scheinbar nicht. Es werden ja immer mehr Gift-Dingsies. Ach, geschafft. Also ihr seht, viel rumlaufen bringt viel. Und wir haben schon wieder eine Wiederbelebung vergeudet, nur wegen Maussteuerung. Maximales Leben erhöhen, kritische Trefferchancen erhöhen, Schaden gegen Gegner. Genau, das hatte ich das letzte Mal auch, das nehme ich jetzt auch wieder. Altbewährtes hilft. Muss mich nochmal am Brunnen heilen, glaube ich. Ich will ja jetzt nicht zu oft drauf gehen, nur wegen der Maus. 102 kostet es jetzt, ne? Okay, haben wir was für... Oh, die Zinke ist 5 Sterne dabei. Jetzt könnte man theoretisch anfangen, so ein bisschen durchzublättern. Ich meine, es kostet 320, kann man sich ausrechnen. Einmal können wir auf jeden Fall. Nichts dabei. Okay, müssen wir noch ein bisschen sparen vielleicht. Dann sind wir Ebene 13. Das heißt, wir haben noch 2 Ebenen vor uns und haben noch nicht sehr viele 5-Sterne-Sachen aktuell dabei. Lauf weiter und ziehen. Visiere nicht an. Du sollst laufen, laufen, laufen.
Au, au. Ich hasse Fernkämpfer. Habe ich das schon mal gesagt? Leichenexplosion. Müssen wir mal gucken, dass mal ein paar Leichen irgendwie rumliegen, mit denen ich schießen kann. In der Hoffnung, dass wir dann nur noch die Elite übrig haben. Oh, da haben wir sogar wahrscheinlich die Elite sogar ein bisschen fast eher gekillt als die normalen Gegner. Auch nicht schlecht. Oh ja. Zack. Geschafft. Also ich bin dafür, dass die Elite wenigstens eine Heilkugel droppen sollten. Nichts für uns dabei, aber ihr seht schon, 102 Chaos-Münzen, kann man sich einiges davon holen. Hier sind wenigstens keine Elite drin, aber mal gucken, was uns hier erwartet. Ihr seht, ich setze Sense momentan relativ wenig ein. Sollte mehr Sensen. Mehr Sensen, Mann. Huh, jetzt kommen sie alle auf einmal. Wollt ihr Autogramme? Ja, gibt für jeden was. Na klar, kommt her. Keine Sorge. Autogramme habe ich immer für meine Fans. Na, man darf nur nicht von der Taste abrutschen, dann schafft man es vielleicht auch den Skill zu benutzen, den man benutzen will. 4, 3. Okay, wieder die Münzen nehmen. Haben wir heute nicht wirklich das Glück, was zu finden. Jetzt gehe ich aber erstmal hier hoch, bevor ich dann wieder runtergehe und dann ist da gar nicht das Portal. Oh, da stehen die Elite genau im Eingang. Was haben wir da? Oh, irgendwelche Fliegviecher. Die sind bestimmt auch schnell. Raus, geh raus, Mann. Mach ich so wie immer. Warum Taktik ändern, wenn sie sich bewährt hat? Wo sind die Leichen? Noch gar keine großen Leichenhaufen mehr. Schade. Okay. So, die mache ich jetzt zuerst platt. Dann habe ich ein paar Leichen, mit denen kann ich werfen. Ein bisschen senden. Nicht reinlaufen. Man merkt schon, wenn man nicht so viel erzählt, muss man sich konzentrieren. Dorf und Knochenwand. Ah, da haben wir eine 3 Sterne, das ist jetzt eine 4 Sterne. Ist nicht allzu viel mehr. Soll ich es riskieren? Von, ja, 1451 statt 800 ist schon ein guter Sprung. Den können wir schon mitnehmen. Besser als dann das nicht zu haben und vielleicht immer wieder drauf zu gehen. Ja, mehr Leben ist immer erstmal gut. So, jetzt haben wir hier natürlich schon wieder die Tür. Nee, ich will noch den anderen Raum betreten. Ihr seht es, nur noch 2 Stufen. Dann sind wir durch und wir haben 1040 Chaos-Marken gesammelt. Wir haben uns ein bisschen oft geheilt, aber es liegt leider, wie gesagt, ein bisschen an meiner Steuerung. Es ist natürlich Absicht. So, Mist. Jetzt stand ich wieder drin. Wie gesagt, mit einem Controller oder so, da wäre ich wahrscheinlich relativ einfach rausgekommen. Mit der Maus, die visiert einfach Sachen an. Ah, falsches Skill. Mein Skelett-Champion gekillt. Oh, das war nicht gut, doch nochmal in den Raum gehen zu wollen. Da muss ich mich doch nochmal heilen. Naja, wir haben es ja. Wir haben es ja. Hat sich's gelohnt? Naja, für die Marken halt. Einmal die Heilung bezahlen.
War jetzt nichts fünfsterniges dabei. Sieht schlecht aus für uns. Habe ich irgendwas ausgerüstet? Na gut, okay. Sicherheit, immer nachgucken. Ach, da kriegen wir ja wieder was dazu. Das heißt, wir haben dann 1237. Ne, haben wir nicht. Ich dachte, wir kriegen dann mehr Marken dadurch. Ja, manchmal komisch das Prinzip. Ein bisschen Heilung. So, was können wir denn kaufen? 5 Sterne, 5 Sterne. Ah, hier ist das 5 Sterne. Nee, Schultern, das sind nicht unsere, die wir wollen. Rückgrat, ja. Aber jetzt ist zum Beispiel so eine Zeit gekommen, da kann man ruhig mal durch den Shop scrollen, um zu gucken, ob man irgendwas findet, was man gebrauchen kann. Hier zum Beispiel 116 auf 154 wäre was, wo man sagen könnte, das holen wir uns jetzt, damit wir unsere 5-Sterne-Ausrüstung bekommen. Wir haben ja dann nachher nochmal einen Run, bevor wir dann zum Boss kommen. Gucken, Hosen, da haben wir schon 4 Sterne. Da haben wir auch schon 4. Ja, hier. Ah. Stoß und Stille. Na, das nehmen wir mit. Da haben wir. Jetzt habe ich die doppelt gekauft. Ich bin auch dämlich. Ah ja. Wer hat, der hat, ne? Oh Mann. Das habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt. Es waren jetzt zweimal die Schultern. Ja, vielleicht wird es ja wieder verkauft, wenn wir dann rausgehen. Seht ihr, ich komme gar nicht, durch die durch, weil es immer irgendwas versucht anzuvisieren. Ungünstig. Habe ich denn da Leichen hier liegen? Bam, bam, bam. Ah, das sind Giftschlangen, die schießen. Weg mit den Giftschlangen. Geh durch. Stehe ich genau vor so einer Schlange. Bam, bam, bam. Die Schlange sieht man aber auch so schlecht manchmal. Sie sind so durchsichtig. So, immer schön versuchen, so ein bisschen im Kreis rumzulaufen, dass die immer wieder hier reinkommen in das Brennende. Und dann quasi immer wieder ein bisschen verbrannt werden damit. Diese Schlangen auch. Leichenexplosion? Da müssen noch mal mehr Leichen rumliegen. Also die Elite-Gegner sind schon mal weg. Haben nicht so viel ausgehalten wie die anderen. Die waren ja anstrengend. Au, oh, hier, 5-Sterne-Schild. Genau das, was wir gesucht haben. Das ist nämlich genau unser Schild. Anlegen, zack. Und 43 Schaden. Jetzt wird es langsam mit 5 Sterne Equipment. Wo müssen wir denn hin? Wir können jetzt hier, da und da. Oh, ganz verwinkelt muss ich dann wieder zurücklaufen. Verdammt. Oh, ein Gelber. Na, da wünscht mir Glück. Ihr seht, ich klicke gar nicht direkt auf die Pfeile und trotzdem schießt er drauf. So, jetzt haben wir nur noch den gelben vor uns. Schon mal
Vorteil für uns ist. Hoffentlich. Die Schleims. Ich hasse diese Schleims. Warum sind die noch da? Die müssten eigentlich weggehen, wenn man den einmal gekillt hat. Oder machen die dann keinen Schaden mehr? Ich will es eigentlich nicht ausprobieren, weil dann müsste ich mich wieder heilen. Sie ruhen überall. Ich habe schon 4 Sterne davon. Ja, dann nehmen wir das. Vielleicht können wir nochmal durch den Shop scrollen. Und wenn ich jetzt hier hintergehe, bin ich dann ziemlich weit weg von den anderen beiden Ebenen hier. Aber die würde ich auch gerne nochmal besuchen. Eigentlich. Wenn ich nicht sterbe. Aber wenn, ist die Maus schuld. Okay, Hundis. Und komische Leute, die sich drehen. Und das müsste es gleich gewesen sein. Einmal Leichenexplosion. Ja. Puh, das war mal eine einfache Ebene. Okay, haben wir keinen Schaden bekommen. Schultern haben wir schon. Also das. Riskieren wir es nochmal? Ja, wir können ja mal in einen von den Räumen reingucken, in dem wir nicht waren. Wir müssen ja nicht. Wir können ja dann einfach durchs Portal wieder zurück. Eieiei. Ist nicht unbedingt schön. Ich sehe auch gerade, dass mein Audio gar nicht ausschlägt. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich gar keinen Game-Ton. Ein bisschen schade, habe ich jetzt erst gemerkt. Ha, alle auf einmal. Tja, und dann würde ich mal sagen, Leichenexplosion! 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 Und so, einmal durch die Luft fliegen und schon haben wir es. Was haben wir hier? Ja, da haben wir schon bessere, da brauchen wir nichts. Zack. Können wir nochmal durch den Shop scrollen. Okay, das war die Ebene. Machen wir noch die andere Skirmes. Wir haben noch 3 Wiederbelebungen. Dann sind wir beim Boss. Hier sieht es eigentlich recht human aus. Na, mal gucken, was haben wir für Gegner. Wieder die Hunde. Da kommen wir vielleicht durch. Muss man dann zwar nochmal heilen. Aber wir machen einfach genau die gleiche Taktik wie eben. Die drehen sich. Gleich eine Explosion. Ja. Das sind Hunde, die frei rumlaufen. Wo kommen die her? Ja, müsst ihr euch nicht so drehen. Ich kann das auch. Was willst du von mir? Steht noch einer. So, zack, haben wir die Ebene auch. Oder besser gesagt. Ah, hier. Rückgrat des Ausgräbers 5. Das hier, da haben wir schon 4er. Und hier haben wir auch ein 4er. Okay, das heißt, wir können jetzt entweder den oder den. Schade, das sind genau beide, die wir brauchen. Dann, ich nehme einfach das. Vielleicht kriegen wir ja die Hose dann im Shop. So. 5 Sterne, 5 Sterne, 5 Sterne. Nur der Helm sind noch aktuell 3. Vielleicht kriegen wir noch einen besseren Helm. Das wäre natürlich super. Da muss ich nur rüberlaufen. Okay. Ich bin froh, dass übrigens mein Mikro gerade vorhin auch dann noch wieder funktionierte. Denn es war wieder irgendein Update und er hat wieder die Mikros nicht übernommen, wie sie vorher eingestellt waren. Hat wieder irgendwelche eigenen Sachen eingestellt, die natürlich nicht passen. Und deswegen ist wahrscheinlich jetzt auch gerade der
Ton vom Spiel nicht da. Gegen Chaosmünzen eingetauscht. Seht ihr, es sagt nicht, ausgerüstete Gegenstände werden gegen Chaosmünzen eingetauscht. Müsste ich ja eigentlich mehr Chaosmünzen haben. Naja. Erstmal trinken. Nee, nichts. Jetzt können wir eigentlich nur durchscrollen und gucken. Oh, hier 5 Sterne. Den können wir nehmen. Dann haben wir eine 5 Sterne Waffe. Helm wäre natürlich nicht schlecht. Können wir halt nur so lange machen. Ja, da haben wir ja schon den 5er, ne? Ja, nicht doppelt kaufen wie vorhin. Hier ist der Helm aber nur 3 Sterne. Ist natürlich ungünstig, nicht gut. Nee, auch die Hose ist nicht dabei. Auch nicht. Ja, auch nur 4. Noch einmal 5. Ja, es wird nichts. Wir kriegen die restlichen 5 Sterne nicht mehr zusammen wahrscheinlich. Oh doch, hier die Krone. Da können wir zuschlagen, oder? Ja, wir haben hier, da kriegen wir nochmal einen Boost von 3 auf 5 Sterne. Da kriegen wir nochmal einen Boost und mehr können wir dann sowieso nicht kaufen. Und das gibt uns nochmal gut bisschen was mit dazu. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir nicht so einen dämlichen Boss bekommen. Oder es ist immer derselbe. Das kann natürlich auch sein. Wir haben 3 Wiederbelebungen. Ich hoffe, dass wir es damit schaffen. Ich weiß nicht, wie oft ich das letzte Mal wiederbelebt habe. 4-mal? Ah, das ist die Dings. Okay, müssen wir mit den Fledermäusen auf jeden Fall aufpassen. Und wir dürfen... Wenn ich mich hinter die Säulen stelle, bin ich dann safe. Ich versuche natürlich auch viel mit der leichten Explosion hoffentlich machen zu können. Sie kommt auf mich zu. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Leichte Explosion. Sollte natürlich nicht auf die Olle hier gehen. Oder auf den Boss gehen. Okay, das heißt, ich muss die Diener von ihr benutzen, um genug Leichen zu finden, die ich dann explodieren lassen kann. Hoffentlich. Das sieht nicht gut aus für uns. Guck mal, wie wenig wir Schaden machen hier. Obwohl wir wirklich 5 Sterne Ausrüstung haben. Kann ich von hinten rankommen hier? Ah, sie verfolgt mich schon wieder. Bam, bam, bam. Wieder auf die drauf. Oh, die Fledermäuse. Zum Glück machen die Diener nicht viel Schaden. Ich treffe sie gar nicht, wenn ich hinter der Mauer stehe. Mit der Sense draufgehauen. Explosion. Ich sag mal so, vielleicht kriegen wir es hin. In der Hoffnung, dass sie nicht allzu oft ihre Fledermäuse auf mich hetzt. Ah, ich stehe doch in der Mauer, wie triffst du mich? Ist jetzt schlecht, ich sehe den Boss nicht mehr. Andere Position. Macht sie jetzt hier Fledermäuse? Nee, sie verfolgt mich. Weg, geh weg. Da hing ich hier im Menü. Mach mal das Menü zu.
Habe ich das Menü angeklickt, anstatt wegzulaufen. Die Fledermäuse. Muss man nur gucken, dass man nicht drin steht. Halten wir uns mal ein Stück fern hier. Das war die letzte. Okay. Wo ist sie? Hier. Ja, sie verliert ein bisschen Schaden. Also ist besser als der andere Boss gerade vorhin auf jeden Fall. Ist gut, dass es nicht so einer ist, der mal hin und her springt. Ich glaube, da hätten wir jetzt echt ein Problem. Komm, ich mach dich mit der Sense fertig. Tja, weggesenst, hm? So, und da seht ihr es, wir haben es nochmal geschafft mit relativ derselben Ausrüstung. Diesmal nicht alles 5 Sterne, aber fast alles. Und wir sind trotzdem wieder rangekommen. Das heißt, man kann in jedem Durchlauf versuchen, an die gleiche Ausrüstung zu kommen. Und es sieht ganz gut aus, das zu schaffen damit. Und man kriegt leider nicht nochmal die Belohnung. Die kriegt man nur einmal. Aber wir haben es geschafft. Ja, we did it. Und wir haben es zweimal geschafft, um zu zeigen, dass es einfach mehrmals auch mit der gleichen Strategie funktioniert. Ich musste mich ein bisschen öfter wiederbeleben, aber das kommt halt so ein bisschen auf die Mobs, die man trifft, drauf an. Und ich hoffe, ich konnte euch ein ganz klein wenig teilhaben lassen an dem ganzen Walkthrough, sage ich jetzt mal. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, meine lieben Freunde. Tschüssikowski!